Wir hatten noch zwei Fallen hier irgendwo stehen. Ja, guck mal, ich zeig dir mal einen echten Hasen. Ja, hier hinten ist auch einer. Die ist zu. Ja. Da ist ein Häschen ist da drin. Bevor die Baumstämme hier wegspawnen, werde ich dir erstmal an deinem Haus dran klatschen. Auf meiner Seite. Guck mal, wie ich ihm helfe, Alter. Und er haut einfach von mir ab. Danke. Das ist so unhöflich. Alter. Da ist kein Hase drin. Kann ich dir Sachen geben? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht. Ja, gehen wir einfach mal auf die Suche. Wir werden eh genug finden, glaube ich. Ja, ich kann doch ein paar. Ich hab nichts mehr zu fressen. Kommt ihr Small Feather und Small Feather. Chico. Skyline. Ja, wir müssen das erstmal an die Namen geben. Für uns ist es. Skyline! Alles neu. Du bist irgendwie neu für mich. Doch. Herr Boro. Ich hab tierisch Hunger. Ich nicht. Ich hätte gerne einen Steak. Wiener Schnitzel wäre jetzt geil. Ich könnte dir ein Wiener Würstchen geben. Mit Käsefüllung! Ich geh mal tauchen! Kann man hier eigentlich auch Bären und so ein Zeugs essen? Ja, manche sind aber auch giftig. Da sollte man nichts aufpassen. Boah, Alter, wie meiner jedes Mal krepiert, wenn er unter. Alter, guck die mal an. Ich habe so eine gespaltene Persönlichkeit hier im Wasser. What the fuck, als wäre ich auf dem Trip? Wie sieht das denn aus? Das ist ein Spiegelbild im Nase. Nein, ich hab. Das ist so krass. Ich habe eine gespaltene Persönlichkeit. Nein, das Wasser hat bei mir eine gespaltene Persönlichkeit. Des Weiteren guckt das Wasser ach, irgendwie so regenbogenfarben technisch. So. Kommt da ein Elefant, oder? Boah, ein Reh. Oh. Töten wir es! Ich komm von rechts. Schieß mit dem Bogen! Stirb. Nice! Nimm es. Da hast du ordentlich was zu fressen. Juhu! Das ist ein Reh! Ich brauch meine coole Axt. Eins, ja. Okay. Da. Scheiße. Komm her! Bambi! Das ist Bambi! Bambi. Gandhi? Ja, Gandhi Bambi. Mahatma Bambi. Gebaut. Das weiß ich noch. An der Stelle. Ja. Früher. Boah, hier sieht's mega aus. Warum haben wir nicht hier gebaut? War das besser, als die Mama noch stand. So. Bitte was? Hier flitzen jetzt irgendwo Schildkröten rum oder was? Ja, das will ich ja gerade hoffen. Kann man mal irgendwie ein Feuer machen? Wir sollten uns vielleicht merken, wo wir zurückgehen müssen. Einfach nur geradeaus. Sonst werden wir unser Haus nie wiederfinden. Ja, wir drehen uns nachher einfach um und gehen zurück. Doch, man sieht doch da hinten. Da hinten sind doch zwei Hammer und sowas. Schwebst, ey. Bei mir sind keine zwei Hammer. Der Gerard hat die Beine gar nicht bewegt. If I had a hammer, I have it in the morning. Ein Seestern! Patrick! Sound muted. Sound resumed. Das ist doch so viel lustiger mit Codewort. Codewort! Aber das ist schon. Ich kann Patrick Star nicht aufnehmen. Lange vorbei, oder? Ja, ja, oh, ich glaube auch. Der Navigator hat uns in eine Sackgasse geführt. Hey, ich hab nie gesagt, dass wir sind überall Seesterne. Du bist Nami. Ich bin für Reisefreiheit. Ja, und wenn man tauchen kann, kann man dann auch fischen und solche Geschichte, oder? Das weiß ich nicht, ob sie das schon gemacht haben. Ey, das ist immer noch in der Entwicklung des Spiels, das dürft ihr natürlich nicht vergessen. Kann man die Seesterne auch? Nee, kann man nicht. Nee, kann man nicht, kann Patrick's da nicht aufnehmen. Da hinten ist eine einsame Insel, ich will auf diese einsame Insel jetzt leben. Auch ein Instrument? Ich kann meine Stirn nicht sehen. Ja, wir gucken, glaube ich, zu viel Kinderfernsehen. So, wo ist er denn? Ich bin jetzt irgendwo. Mal gucken, ob ich dich mit dem Stein treffe. Bitte unterlassen Sie dies. Nee, ich wollte den Chico treffen mit dem Stein. Ah, okay, dann ist er auch. Wo bist du denn? Er ist gerade über mich drüber geflogen. Ja, ich gehe jetzt zurück ins Lager und werde mir erstmal das Reh auf den Grill hauen. Weil sonst werde ich gleich verhungern. Da ist ein Häschen. Ey, es wird doch hier wohl irgendwo eine beschissene Schildkröte geben. Bin auf der einsamen Insel, aber hier ist auch nichts außer Seesterne und aufploppende okay, meine Community wird mich wieder hassen, weil ich wahrscheinlich schon tausendmal an einer vorbeigerannt bin. Es ist halt auch einfacher zuzugucken als zu spielen. Ich weiß, Emil. Aber ich liebe dich hart. Ja, lieb mich hart. Okay. Peinliche Stimme. Ja. Und wenn ihr bloß wüsstet, wie die beiden aussehen. Hör auf mich da anzufassen. Lass das. Okay. Also, das ist ja wohl, oder? Gefühlt.
Der Kratzbaum, ja. Oh, ich bin wieder beim Flugzeug. Hallo Flugzeug. Wenn der Magen leer ist, dann baut sich die Ausdauer. Hallo Buru. Genau, ja. Außer du setzt dich auf eine Bank. Und insofern müsste man nie was essen, weil du kannst dich einfach auf eine Bank setzen. Ja, ha. leider habe ich jetzt gerade keine Bank in der Hosentasche. Der baut doch schon eine. Wie denn? Im Baumgebiet. Du hast, glaube ich, nur zwei Loks für. Da muss ich jetzt wieder einen Baum fällen. Auch unter Wasser finde ich gar nichts. Ja, über Wasser ist es besser. Nicht zuletzt liegt es daran, dass ich alles verschwommen unter Wasser sehe. Ungefähr so sehe ich, wenn ich keine Brille aufhabe, Leute. Ah, du, wie kriegst du Brille? Das Feuerzeug eigentlich? Ich finde das ja immer geil, wenn du Folgen siehst, wo sich die Leute erst so richtig kennenlernen. Also, weiß ich nicht. Ich habe schon sehr viele Facecam-Aufnahmen. Nein, ich krieg ja nicht von vor allem bei Alien Isolation. Von unterhalten und gucken. Also so ein riesen Lagerfeuer, kann man sich da nichts zu essen machen? Nee, aber es gibt ja noch das... So Leute, wir können mal ein bisschen was erzählen. Wie zum Beispiel habt ihr jetzt eigentlich so mit YouTube angefangen? Oder warum habt ihr eigentlich so mit YouTube angefangen? Lassen wir doch mal dem Hahn den Vortritt, oder? Mir war langweilig. Ich wollte schnell viel Geld finden. Nee, eigentlich nicht. Ich brauchte das Geld! Das war so aus Spaß gemacht, irgendwie damals mit der PS4. Ich mache das halt immer noch aus Spaß, aber ich wollte es eigentlich nur mal ausprobieren. Ich hatte das gesehen auf YouTube und fand das irgendwie ganz cool. Und ja, dann habe ich damit angefangen. Dann habe ich halt erst PS4 Let's Plays gemacht und jetzt halt PC. Cool. Und ich Smally bin dabei geblieben, weil es halt cool ist. Smally, wie ging das bei dir? Skyline, Entschuldigung. Ich habe damals versucht halt so einen Comedy-Kanal aufzubauen. Hat nur semi-professionell funktioniert, weil ich nicht lustig bin. Hab daraus einen Kreativkanal halt gemacht, sprich meine Speedarts und meine Musikvideos sind immer noch da oben. Also meine AMVs. Hab mir gedacht, ich möchte trotzdem mal was mit YouTube machen und ich labe eigentlich ganz gerne über Spiele oder philosophiere gerne über Spiele. Da hab ich mir gedacht, ey, so ein Let's Play. Kannst du ja mal ausprobieren, mal gucken, wie viel Arbeit sowas ist halt. Und ja, da habe ich mir gesagt, gut, machst du es einfach mal und seitdem mache ich es mal regelmäßig, mal unregelmäßig, je nachdem, wie die Technik und ich gerade will. Und dann ja. Die Technik und du, das ist ein super Stichwort. So. So, dann haben wir alle erklärt, ne? Alle wichtigen Personen haben es jetzt erklärt. Ja, und das Thema ist ja gut. Ja. Nee, müssen wir auch nicht wissen. Erzähl doch mal. Also bei mir hat es eigentlich mit Quantum Pro angefangen, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein österreichischer YouTuber. Und der hat angefangen damals Skyrim zu Let's Playen, gerade als es rauskam. Mhm. Und hat das super sensationell geil gemacht. Kann man das noch mehr toppen jetzt? Eigentlich nicht. Und ich habe mir dann eigentlich immer gedacht, kann ja nicht so schwer sein, über sowas rüber zu reden. Und hab dann damals auch eine PS4 gehabt, so wie Heni. Dann war das mit der PS4 damals, dass man halt anfangen konnte, selbst auf Twitch zu streamen. Und dann habe ich das mal ausprobiert und habe mir gedacht, ach du Scheiße, der dockert so einfach. Ja, es ist... Vor allem die Qualität zu haben und alles, ne? Ja. Und ja. Und habe mir dann gedacht, ja komm, entweder lässt du es jetzt gleich bleiben oder du investierst ein bisschen rein, weil ich spiele so oder so, regelmäßig und viel. Und ja, bin dann dran geblieben. Das war meine tolle Geschichte. Was ist euer richtiges erstes Let's Play gewesen? Unity. Mein richtig erstes Let's Play war White Knight. Und das war sensationell. Das habe ich bei Heni gesehen und ich dachte mir erst, die Stimme zu dem Video gehört zum Spiel. Ja, das haben viele gedacht. Ja. Das finde ich sehr lustig und so hatte ich mir das eigentlich auch gedacht. Ja. Aber... Ja, so hast du es ja auch aufgezogen. Also das war ganz cool. Genau. Ja. Und bei dir, Smally? Ich weiß nicht, ob man das als Let's Play nehmen kann. Da war so ein komisches Minispiel halt, Happy War oder sowas. Das haben damals viele gespielt, da habe ich immer so ein bisschen gezeigt, was ein Kleriker kann. Also das war jetzt nicht so ein richtiges Let's Play. Mein erstes richtig großes Let's Play, bin ich auch immer auch sehr stolz drauf, dass das mein erstes Let's Play war Halo 4. Oh, okay, cool. Das war mein erstes Let's Play. Und da habe ich halt mehrere Sachen halt ausprobiert. Da habe ich auch mal mit Kamera versucht. Mal so, mal dies und das. War nicht ganz lustig. Aber ja, das ist. Es tut mir leid, ich bin gleich ungefähr 8 Leute mit zum Lager. Ich komm dir entgegen und helf dir. Ich renne einfach nur gerade so schnell wie ich kann. Wie leg ich denn eigentlich das verkackt? Und. Das Entschuldigung.
Mit L. Ja, was kann man noch so fragen? Zum Beispiel, was war euer berühmtes Let's Play? Also, wo glaubt ihr, dass die meisten Leute am meisten Spaß dran hatten? Was? Das ist schwierig. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also könnte jetzt natürlich nachgucken, wo man irgendwie die meisten Aufrufe hat oder irgendwie so, aber also wo die Leute am meisten Spaß haben, keine Ahnung. Ich glaube, White Knight war schon ganz gut. Glaube ich auch, ja. Also bei mir. Ja, und Subnautica ist eigentlich auch, kommt auch gut an. Also ich könnte es auch nicht sagen, jetzt auf die Schnelle. Natürlich, wenn ich jetzt auch, wie gesagt, bei dir gucken, wenn ich jetzt darauf gucken würde, was die meisten Aufrufe hat, dann würde ich jetzt halt die Legende der Wächter sagen. Aber ich glaube, einzig und alleine, weil ich da auch selber mit sehr viel Herz mit dabei war, weil ich sehr viel Hintergrundwissen dazu hatte und konnte halt schöne Informationen dafür rausrücken. Das war vielleicht nochmal ganz interessant für die Zuschauer. Alles andere schmeiße ich mich ja immer so ein bisschen rein. Okay. Und gucke halt, wie es am besten funktioniert und was ich dann machen will und sowas. Dann würde ich sagen, die Legende der Wächter, ja. So. Bei mir sind alle gleich scheiße, also. Ich muss hier irgend so ein komisches Teil an meine Hütte basteln und ich weiß nicht, was das ist. Nee, das Problem ist bei mir, dass ich Schinken? urschlechte Quali hatte bei den meisten Spielen, wo ich angefangen hatte. Insofern hast du den Start eigentlich schon mal versaut. Und ich spiele halt diese ganze Ja, Mainstream-Scheiße, ne, die man schon überall irgendwo anders gesehen hat. Aber bei mir ist es halt so, ich spiele Spiele, die mir selbst Spaß machen und drücke mir jetzt nichts auf, was mir keinen Spaß macht. Nur weil jetzt nur das drei Leute in Deutschland Let's Play haben und damit halt die Chance höher ist, dass du gewinnen wirst, finde ich halt Blödsinn. ich bin gleich tot, glaube ich. Und ja, insofern lasse ich das mal auf mich zukommen. Ich hoffe jetzt sehr stark auf Fallout 4, weil das ein Projekt ist, worauf ich mich seit ungefähr 4 Jahren, 3 Jahren freue. Seit ich Fallout 3 zum ersten Mal durch hatte. So, dann helfen wir dem John nochmal hier ein bisschen. Und ja, werde da so ziemlich alles rein investieren, was ich habe an YouTube-Kapazität. Wenn mal ganz ehrlich, du kannst natürlich nicht bei den ersten Videos super krasse Quali erwarten. Ich hatte meine Tonquali war damals auch richtig scheiße, weil ich so ein ganz Stopp, billiges Moment, Ding wir hatten das hatte. Feuer Da habe ich gebaut ne mit den 2 Bänken. Ich? Oh, ihr seid so hübsch. Ihr macht das so toll. Wie? Und ja, hat dann auch auf Rode NT1A oder N1AT, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, umgewechselt. Ja, aber Auf jeden Fall ich find's sweet. cool. Ich habe mir heute mal ein Video von den Anfängen angeschaut nochmal und habe mir gedacht, Alter, du machst doch nicht mal ein Jahr YouTube und hast so einen Quantensprung gemacht, Alter. Das ist ein Reni, pass auf, da fällt ein Baum. Kannst du das nächste Mal vielleicht ein bisschen früher sagen? Alter, das Oh, musst du dir mal apropos, näher wie geht's anschauen, eigentlich das sieht so Georgie? geil aus. Ich dachte mir, geht der jetzt dahin oder nicht? Und er sieht ganz Alter, gemütlich rüber. Einfach mal auf gut Glück ey. gucken. John, du musst da mal eben kurz gucken, was brauche ich denn jetzt hier noch für die Hütte? Das ist, was soll das Da steht sein? aber alles, was du willst. Georgie hat sich in ein Stück Holz Oh, verwandelt. brauchst du? Ein Seil. Wo kommt das Stück Hast du Holz aber her? eins von eins, steht da. Ja, ich hab eins, aber da wollte ich mir einen Bogen von bauen. Bitteschön. Dankeschön. Und da kann ich jetzt hochklettern. Das ist ja Perfekt. geil. Oh, Oh, nein! Oh, Mann! oh. Ja. Did you see that Geiler booty? Hintergrund, ja? Ah, Kleine Kinder. nice! Du hast einen Baum in der Krone. Alter, das ist ein Baumhaus. Natürlich habe ich einen Baum in der Krone. Ja, aber da sind noch Äste dran und Blätter. Ah, nein! Ah! Ich habe mein Gesicht direkt in deinen Ja, Arsch irgendwie ist reingesteckt. das ein bisschen und irgendwie ist das. Irgendwie muss ich das hier ausbauen. Also, ich würde mal sagen, das sieht richtig schön, richtig hässlich aus. Also, ich Ja, würde da auf hinten jeden in der Fall. Ecke würde ich vielleicht die Küche einbauen. Ja, das ist auf jeden Fall echt ganz schön Wisst kreuzig. ihr was? Aber das ist Geronimo! jetzt. Ich glaube, da ist gerade jemand gestorben. Da kommt Nein. keiner ran. Das ist cool. Ja, das Da stimmt. haben Sie gut mitgedacht, Herr Da Hahn. kommt tatsächlich keiner ran. Allerdings ist das an der Tanne ein bisschen blöd so. Da bist du. Ja, gut, zum Pennen reicht es ja wohl. Du wirst ja jetzt wohl kein Da Drei-Sterne-Restaurant bist du draus oben jetzt basteln quasi wollen. Han Nur weil ich Solo. so, also nur weil ich nicht so anspruchslos bin wie du hier mit deinem Scheißhaus. Ich kann noch Oh, anbauen, das tut ja? mir Ich kann noch ein zweites Haus daneben bauen. Ich hätte mir Ich einfach. kann noch ein zweites Haus daran Kann bauen, ich das Alter. hier abreißen? Ja, ich fäll mal den Baum hier, ne? Nein, kann ich das hier abreißen? Also geht das irgendwie? Indem du den Baum fällst, ja.
Oh. Ach, hier ist schon wieder so ein Schwebebaum. Das ist aber so ein schöner Baum. Ich dann alle Baum das ist die peitschende Weide. Lass unsere peitschende Weide. Das weiß ich nicht genau. Das weiß ich nicht genau. Aber das Seil hätte ich dann doch ganz gern wieder, bitte. Das ist jetzt meins, das hast du mir geschenkt. Du bist doch ein Arsch. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Ja, dann klaue ich halt, das ist mir doch wurscht. Ich versuche jetzt mal von ihm eine Bitte abzureißen. Oh Gott, ich habe den schlechtesten Witz aller Zeiten gehört. Was ist, was ist der häufigste Männername in Polen? Ja, sag halt. Carlos. Ah, ja, stimmt, der ist schon nicht schlecht. Naja. Ich habe mich so beeiert, als ich ihn gehört habe. Woran erkennt man, dass die Polen im Weltraum waren? Keine Ahnung. Beim großen Wagen fehlen die Reifen. Ey, das ist schon sehr rassistisch, was du jetzt hier gerade abziehst, ja? Ich spring nur auf den Zug auf. Ey, ich hab noch viel widerlichere, rassistischere Witze dabei. Das muss man natürlich dabei erwähnen, ich hab nichts gegen Ausländer oder sonst irgendwas. Ich spring nur auf den Zug auf, im Zusammenhang mit Polen ist auch ein bisschen makaber. Alter! Weißt du was? Allein deswegen werde ich jetzt auf Handys Haus den Baum fallen lassen. Allein deswegen. Kannst du dich bei Boro bitte... Ich reiß dir gerade selber den Baum ab. Achso. Oh Mann. Entschuldigung, schwarzer Humor ist einfach manchmal nötig. Schwarz. Ähnlich. Muss schon sein. Was war das denn? Ja, schwarzer Humor gehört dazu. Ich muss mich auf YouTube immer so zusammenreißen. Leute. Warum? Ist da hinten ein Licht oder ist das irgendwie nur ein Fehler in der Grafik? Ey. Was kommt da schon wieder der Messias? Och nee. Nee, Johnny, komm mal her. Vielleicht hab ich ja noch. Dein Scheiß hier, ne? Ich kann den Baum nicht abreißen. Ja, Johnny! Wieso können wir das Feuer nicht mal anmachen? Also das ist voll das Bautestgelände hier. Das sieht voll scheiße aus. Ja, wir können ja irgendwann nochmal rufen. Nein! Das ist voll mega. Das müssen wir so lange aufbauen, bis wir Staffel 1 zu Ende haben und dann ziehen wir uns. Na gut. Ja, Gott verdammt! Wenn ich das sage, gibt's Staffeln! Das ist ein was kann ich denn hier noch so schönes bauen eigentlich? Du musst doch mal reingucken. Wo bist denn du, Skyly? Du hast mich doch gerufen. Ja, pass mal auf, vielleicht ist das einfach nur ein Grafikfehler. Ja. Da hinten, auf diesem Stein da hinten. Ja, da leuchtet was. Das ist so ein weißer Punkt, oder? Aber nur wenn ich mich bewege irgendwie. Ja, geh mal einfach mal gucken. Wie sprint ich denn nochmal? Einfach schütten. Ah. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Was ist das hier für ein schwimmen? Okay, nichts. Hin, wir sind mal kurz weg, viel Spaß. Ja, viel Spaß beim Einkaufen. Seid schön vorsichtig, Jungs. Ja. Darf ich in die Straße gehen? Du darfst immer weiter. Kann ich ein Ei haben? Jetzt gleich da zwei Punkte, Digga. Ah, dieses Hecheln. Ich dachte immer, in den Aufnahmen einer von uns wäre das. Das ist der Charakter. Wenn du kurz unter Wasser gehst, ne, für 2 Sekunden, dann fängt er schon an zu jauchen ja, und so einen Scheiß, ey. Irgendwie. Das ist ein Flugzeugteil. Was? Das ist das Cockpit. Ach. Nicey. Ja. Was macht das bitte schon hier? Alter, oh Gott. Ich muss in meine Hütte. Ganz schnell. Na gut, dass du die gebaut hast, Alter. Ja. Flaregun-Ammo. Hab ich. Mal gucken, was wir noch looten können. Flaregun? Ja. Sehr schön. Da kann ich den Baum hier gucken, was wir hier noch looten können. Kommt man irgendwie anders rein hier? Ich bin drinne. Was ist das denn? Da sitzt der Pilot noch, ne? Ich nehm's einfach mal mit. Ja. Oh, ich nehm haufenweise Technik hier mit. Oh, cool. Wow, eine Leuchtpistole! Wuhu! Echt? Mal gucken, ob ich das von hier hinten auch sehen kann. Wo ist denn die? Die hatte ich schon genommen. Munition, du Hau. Ich hatte den Computer, warte, dann gebe ich sie dir. Da ist ein Gegner! Ich mach den Platz! Bam, bam! Oh, ich hab voll in die Titte geschlagen, aua! Komm her! Bam, bleib liegen! Tote Menschen sollen tot sein! Tote Menschen sollen tot sein! Oh Alter, das wird auf YouTube gesperrt. Aua, hör auf mich zu schlagen! Das wird wohl auf YouTube gesperrt, Alter. Ja, aber ich seh Titten, das wird auf YouTube gesperrt. Oh ja, stimmt. Oh. So. Hallo.
Das brauchen wir noch. Logs, Rocks und Head. Alles klar. Warte mal, wie gebe ich denn jetzt was? Das geht, glaube ich, nicht. Das habe ich jetzt. Ich habe auch Munition für die bekommen. Ach so. Den habe ich auch schon aufgenommen. Muss ich mal gucken. Was soll ich eigentlich? Ich habe Batterien aufgenommen. Nice! Ja, geil. Wollen wir hier die abschießen? Ich habe eine Uhr! Ich habe eine Uhr! Und schieß mal. Nein, das ist ja unfair. Nein, mach mal vor. Can be used in crafting. Los, jetzt schieß halt. Oh, schon hat mich getötet. Ach, scheiß drauf, schieß. Ich möchte das mal gerne sehen, ob man das über die Entfernung gucken, ob man das über die Entfernung sehen kann. Achso, warte, ja, ich schieß mal. Ach doch. Also, ihr habt einen Waffen. Ach nee, ich hab nur eine Munition. Was ist jetzt denn da unten dann? Alter, ernsthaft? Hast du schon geschossen? Ja. Okay, das war. Das sah ziemlich arm. Circuit Board, was ist denn ein Circuit Board? Brauchen wir das? Brauchen wir ein Circuit Board? Ich alles mit. Das Inventar wird nie voll. Also. Naja, die Frage ist halt nur, was das ist. Was haben die denn da?